an alle, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuerrot Ditto Challenge. Ja, im letzten Part haben wir uns ein neues Ditto gefangen, wenn ich mich richtig erinnere. Denn die letzte Aufnahme ist jetzt, wie sich der eine oder andere vielleicht denken können, ein wenig mehr als 2 Wochen her. Wir haben uns Ditto vorgefangen und genau, wollen das weiter trainieren, sind auf dem Weg zu Bill. Ich weiß aber gar nicht genau, welcher Trainer, ich glaube, den ja gegen haben wir kämpft. Ja. Das heißt, dieser Trainer ist jetzt hier dran. Haben wir denn noch genug Tränke? Das ist auch auf jeden Fall noch extrem wichtig. Ja, 6 Supertränke, ein Trank ist jetzt okay erstmal. Und was willst du? Hallo, mein Freund, ist cool. Das ist doch schön für dich, Picknickerin Ruth. Was ist für ein Name? Wäre vielleicht ein wenig interessanter. Copy 4. Oh, das ist echt ewig her. 2 Wochen gefühlt sich echt ewig an. Aber ich habe immerhin innerhalb von 2 Wochen im Urlaub Pokémon Y geholt. Das ist auf jeden Fall ein sehr cooles Spiel. Machen wir Energiefokus. Versuchen mit künstlichen Gegritz das Nidoran zu besiegen. Kampf. Kampf wäre nicht sehr effektiv. Okay. Oh yeah. Das. Mal lieber Silberblix. Ja, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht. Ich bin jetzt schon ein bisschen in der Generation 6 drin. Ich hier habe nebenbei wieder meine Tabelle offen. Oh, das zieht echt verdammt viel ab, muss ich schon sagen, nur rein männlich. Was ich jetzt auch. Ja. Yeah. Okay. Zum Beispiel ist er jetzt in Generation 6. Kampfattacken sehr effektiv gegen Stahl-Pokémon, ne? Ja, war auch schon vorher. Okay, wie ich gerade sehe. Nee, egal, jedenfalls gibt es ja keine Änderungen. Aber. Wow, das war viel Schaden. Aber ich denke mal, einen schaffen wir noch. Ja, vor allem, wenn er Doppelkick macht. What? Okay, Copy 4 ist reif für einen Trank. Oh, jetzt kommt mein Grit, okay. Copy 4 ist reif für einen Trank, wollte ich sagen. Nein. Okay, Zeit für den Supertrank. Oder nur einen Trank? Machen wir erstmal nur einen Trank. Ich bin geizig. Nein. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange das Projekt dauern wird. Das wollte ich nicht. Da die Kämpfe halt, wie man sieht, ein wenig dauern. Okay. Achso, da steigt die allgemeine Volltrefferquote. Die Quote steigt da. Schnabel. Das war ein Crit. Okay. Wow. Pokémon-Wechsel. Copy One, regel das mal bitte. Wandlerattacke des Todes. Oh, das macht so viel Schaden. Schon sagen. Was kann denn das Nidoran alles? Es kann. Rutenschlag! Oh yeah! Bam, bam! Und nochmal bitte! Wir sind natürlich immer noch genauso schnell. Weil wir alle Werte aus DKP übernommen werden, wie wir alle wissen. Yeah! Bitte macht einen Doppelkick! Oder einen Kratzer! Okay, der Verteidigung ist unermesslich gesenkt. Mein Angriff ist auch, aber auch nicht mehr ganz so stark. Ja, es geht. Es geht! Noch ein Kratzer, das soll es sein. Okay, du verschwendest deinen offenbar letzten Zug für einen Rutenschlag. Aber ich... Ernsthaft, Spiel! 1 KP! 1 KP! Copy One, finish him! Yay, Level 12! 36 KP-Punkte. Sehr schön. Ich war nicht in Form. Ich bin auch nicht in Form. Ich habe seit 2 Wochen kein Pokémon. Also Pokémon. Also kein. Feuerrot-Pokémon gespielt.
Ich speichern mal. Genau, wir haben immer noch nur einen Orden. Na, mal sehen, wie lange wir brauchen. Das ist jetzt der 16. Part. Und wir haben immer noch nur den ersten Orden. Na, egal. Ich glaube, länger als Blue Kaiser dürfte es nicht dauern. Ich bin auf dem Weg zu einem Pokémon-Sammler. Das ist doch schön für dich. Ich suche auch Bill. Oh nein. Ein Kleinsteintrainer. Ah ne, die können ja Steinwurf. Okay, ich nehme alles zurück. Ah, oh, verdammt, warum setzt du das noch ein? Ja, machen wir mal ein bisschen einen Igel verteidigen erhöhen. Das macht noch ein KP, genau. Das wollte ich. Lebensuhlen war. Kann man die Attacke irgendwie ansehen? Ich weiß gar nicht. Mit Start. Nee, kann man nicht. Ja, stimmt ja. Lebensuhlen war, glaube ich, ja. Genau, um Elektroattacken zu schwächen. Das natürlich extrem viel Sinn macht, wenn man ein Boden-Pokémon spielt. Aber egal. Oh, das kann ich noch um Jahre handeln. Oh, danke. Oh. Ja. Ich könnte jetzt wechseln. Aber er trifft mich so oder so sehr effektiv. Aber wenn ich mir das Macholo klone. Das Problem ist, der trifft mich auch, wenn er Ditto trifft, trifft er mich sehr effektiv. Und wenn er jetzt meinen Kleinstein Ditto trifft, trifft er mich sehr effektiv. Genau. Ich musste einfach hoffen, dass ich schneller bin. Jetzt nehme ich auch einmal Macholo. So. Jetzt müssen wir das immer noch das Macholo besiegen und dann haben wir freie Fahrt auf alle anderen Pokémon von ihnen. Fußkick war besser. Vielleicht. Unter gewissen Umständen. Lebe! Danke. Oh Gott, das zieht zu viel Geld. Keine Zeit Tränke. Ich muss irgendwie mal eine günstige Möglichkeit finden, an Tränke zu kommen. Hast du noch für Schwachattacken? Ach, du hast nur die. Okay, ja, Fußkick macht, glaube ich, konstant Schaden. Ich glaube, immer Anzahl, Levelanzahl, also mache ich 17 Schaden. Das heißt aber jetzt habe ich extra, Fußkick, damit ich jetzt Karate-Schlag habe für Kleinstein und so. Das trifft nämlich sehr effektiv. Und damit mache ich auf jeden Fall sehr viel Schaden. Yay, Lebensuhlen, Elektroattacken wurden geschwächt. Aber du bist ein Boden-Pokémon. Sehr effektiv. Und dieser Kampf dauert schon viel zu lange. Nein, ich werde nicht wechseln. Oh, ich hasse Kleinsteintrainer. Ich habe es, glaube ich, irgendwann mal in einem Part davor gesagt. Ich hasse Kleinsteintrainer. Wie die Pest. Ja, nicht ganz so. Pest ist schlimmer, aber Kleinsteintrainer sind auch trotzdem sehr schlimm. Und Fußkick. Niedertag ist sehr effektiv. You don't say. Toll, jetzt levelt ja Kobby 2 davon. Aber ich wollte eigentlich Kobby 4. Kleinstein, noch ein Kleinstein. Aber zum Glück hat dieser Kleinsteintrainer ein Macholo im Team gehabt. Yay! Diese Attacke ist sehr effektiv. Steinwurf. Und daneben und damit besiege ich dein Kleinstein. Und tschüss. Spiele siegt Wandere Minioru. Du hast mich besiegt. Denn obviously ist obviously. So. Copy vor. Na, das passt. Komm hervor. Ich bin richtig cool. Ich habe eine Freundin. Ich habe keine, aber trotzdem bin ich cool. Glaube ich. Champagne setzt ratzfatz ein. Denn ich habe. Nein. Liebe! Danke. Das ist sehr anstrengend. Jetzt macht der Tackle. Okay.
Das ist sehr komisch. Kann ich wieder... Triff! Oh nein! Fuck! Nein! Ich habe gar nicht gesehen, dass er ruckzuck kippen kann. Ach nö! Das läuft ja schon mal super. Ich freue mich schon, das Pokémon zu trainieren. Das wird auf jeden Fall ein sehr viel großer Spaß. Also wenn ich zu Arena in den Misty gehe, dann nach Bill, will ich das auf jeden Fall Level 17 oder so haben. Hätte es eigentlich gereicht? Ja. Ich Idiot, hab mich ruckzuck kippen gemacht. Ich hab's einfach nicht gesehen. Nein, möchte ich nicht. Komm, auf den Wicklerkrieg habe ich eigentlich keinen Bock. Da ich dafür nicht genug AP-Punkte habe und mein Angriff sinkt durch Bedroher. Wie kannst du nur? Silberblick. Jetzt sehe ich auch meine Verteidigung. Das ist nicht schön. Bam. Wickel. Na super. Dann darf ich jetzt gleich wieder ins Pokémon-Hotel zurückrennen. Juppie. Lebensziel. Ich brenne die ganze Zeit nur das Pokémon-Hotel zurück. Aber vorher habe ich mir das Item, was denn hinter keins ist. Ach, so ein Mist. Ich habe dich besiegt. Und es ist... Geheimpower. Yay. Auf jeden Fall sehr cool TM, muss ich schon sagen. Leider kann Ditos ja keine TMs lernen. Aber sonst ist es wirklich eine sehr coole TM. Muss man schon sagen. Kann hätten die 20 Super dran gelegen sollen. Das wäre viel toller. Bam, 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 bam. Stammkunde Fischer ist wieder im Pokémon Center. Yay. Komm, jetzt halt mir vorbei. Pokémon Mord ist da. Okay, mal schauen, wie viel Geld haben wir denn jetzt? Wir haben wirklich verdammt viel Geld. Warum haben wir so viel Geld? Wir haben 3 Trainer besiegt, okay. Kaufen! Ich möchte ein paar Tränke haben. Und zwar 4 Stück. Nein, eigentlich ist nicht so viel Geld. 4 Tränke können wir uns ja gerade mal von holen. Oh yeah, und wir rennen wieder hoch. Komm schon, ich will in diesem Part Bill erreichen. Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das wird nichts. Wir müssen jetzt noch gegen 2 oder 3 Trainer kämpfen. Mal schauen. Wir hängen irgendwie schon so ewig hier fest, habe ich das Gefühl. Oder? Oh komm, wir haben den Trainer da und die da. Das könnten wir schaffen. Wenn wir uns beeilen. Also wenn ich mich beeile. Bam, Team Ninja Yannick möchte kämpfen und noch nicht rettern. Mein Angriff sinkt, aber es ist mir egal. Denn ich werde mir meinen Angriff wiederholen, den ich mich in dich verwandle und du wirst mich jetzt nicht vergiften. Du wirst mich nicht vergiften, habe ich gesagt. Ah. Warum ist Copyphone noch so langsam? Das ist sehr schlecht. Gegengift, die haben wir es doch. Biss. Machen wir mal Silberblick und dann Biss. Oh shit. Oh, natürlich krittet er mich. Und ich schrecke zurück. Oh, super. Das ist nicht schön. Mach doch mal irgendwas anderes. Hör auf! Silberblick! Ich habe aber auch kein Glück, ja? Bam, Wickel. Ach, das macht er jetzt auch, aber es. Wieder ein Crit! Warum? Sag mir warum, Rettern. Immer macht er Wickel und nicht Biss. Denn damit ich jetzt Wickel Biss machen kann. Oh yeah. Und den Biss. Giftstachel.
Was zum? Was zum? Er ist schon wieder schneller. Danke, jetzt schreck aber auch du mal zurück. Kein Crit, kein nichts. Aber wenn ich mich mal rettern sehe, und zwar war ich in... wo ist denn das? In Thüringen, im Oberhof, da ist ein... Terrarium, nein, Exterrarium, irgendwie so hieß das. Und die haben da Schlangenfütterung gezeigt. Es war auf jeden Fall sehr cool, wie so eine Schlange so eine Maus nimmt und dann... Ah ja, Vegetarier, hört mal kurz weg. Die dann sagen, einwickelt und dann im Ganzen runterschluckt. Sieht auf jeden Fall verdammt interessant aus. Ah, jetzt schreck ich zurück. Das sah auf jeden Fall mega cool aus. Wenn die kleinen Kinder in den ersten Reihen sind, hat mir schon ein bisschen Angst, weil die schon ein wenig aggressiv waren. Nicht lang, weil die dann irgendwie schon gehungert hatten. Ein paar Tage. Gut, dass unten eine spezielle Angriff ist. Ja, das ist auf jeden Fall extrem cool. Oh, schade. Ja, ist okay. Giftstachel. Vielleicht kann ich es vergiften, ich weiß es nicht. Das ist eine nicht effektive Attacke. Okay, jetzt fängt er damit an. Ja, vielleicht können wir noch mit Wickler irgendwas machen. Okay, versuchen wir es gar nicht erst. Ah, jetzt kommt der übliche Sandwirbel. Spam. Und dann wechsle ich aus auf Copy One. Yay. Ist mir egal, ob mein Genauigkeit gesenkt ist, denn jetzt ist sie da oben. Und ich habe sogar ein paar Einigler von dir drinne. Muhahaha. Evil Love. Oh nein. Ja, ein KP? Nein. Ach komm schon, das wird ein sehr langer. Oh. Ach schade. Immerhin mache ich offensichtlich ein wenig mehr Schaden, oder? Es kommt mir zumindestens kommt es mir so vor. Ach du Schreck. Ach du Schreck. Aber wir wissen ja, dass Wandel auch geboostete Werte übernimmt. In dem Pokémon Y durch bin ich mir auf jeden Fall ein Competitive Ditto machen, auch wenn es total lame ist. Einfach nur, weil es kann. Aber wie wir eine Weile dauern, da die entsprechenden EV-Werte drauf zu züchten. Also züchten die gar nicht, ich muss eins fangen, was zufällig die Werte hat, weil mir Ditto kann man ja nicht züchten, weil es ja kein Wesen hat. Bam, 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 bam. Komm schon, du bist der vorletzte Trainer. Oh, Krampf. 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 Komm schon. Ey, wer im Pokémon Y dann Freundschaftsquote von mir haben will, dann muss das nur in die Kommentare oder so schreiben. Ich PM oder sowas, dann kann ich denjenigen gerne adden und er addet mich dann. Aber wie gesagt, die Story habe ich noch nicht durch und ich glaube, Story habe ich nicht durch, genau, aber es sollte nicht mehr lange dauern. Ich habe, glaube ich, schon 5 Orden, ja, 5 Orden sind das, glaube ich. Auf jeden Fall ist Fiyaro ein Monster, wie ich dann mitbekommen habe. Auch so im normalen Walk-To-Spiel, ja. Das One-Hittet fast alles, was der Gegner mir entgegenschmeißt. Alles. Vor allem, weil ich einen Schwerttanz beigebracht habe. Komm schon, das läuft jetzt endlich hier. Sandan, stirb und so. Yay. Wusste ich auch, dass ich verlieren würde. Das ist schön und so. Okay, ich schau mal auf die Aufnahmezeit. Wir haben jetzt gleich 20 Minuten Aufnahmezeit. Im nächsten Part besiegen wir diese Scheißtrainerin dann noch. Und gehen dann endlich zu Bill nach 2 Parts. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Part. Ciao.